Wir haben gestern einen Appell gestartet an die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, an Ministerpräsident Armin Laschet, das Abschlusschaos in den Schulen von Nordrhein-Westfalen zu stoppen. Und wir haben von euch unfassbar viele Rückmeldungen bekommen. Viele haben mitgemacht, zigtausende haben die Petition unterschrieben und viele haben auch mitgeschrieben, warum sie das tun. Schülerinnen und Schüler, die sich Sorgen machen, dass sie ihre Großeltern anstecken oder auch sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen, die Angst davor haben, in einer solchen Situation nun Prüfung schreiben zu müssen. Eltern, die nicht wissen, wie es mit ihren Kindern weitergeht, Lehrkräfte, die sich nicht vorstellen können, in diesen wenigen Tagen die Hygienemaßnahmen, den Infektionsschutz sicherzustellen, der nötig wäre, damit das verantwortlich gemacht werden kann. Zigtausende haben unterschrieben, aber wir meinen, Zahlen sind das eine, die Geschichten dahinter sind es, um die es wirklich geht. Wir möchten, dass eure Geschichten gesehen und gehört werden. Deshalb schickt sie uns. Teilt uns mit, was euch bewegt, warum ihr nicht mitmachen wollt bei diesem Abschlusschaos in den Schulen von Nordrhein-Westfalen, was ihr von der Landesregierung erwartet. Und wir werden dafür sorgen, dass die Landesregierung euch zuhören wird.